Was sind die wichtigsten On-Page-Faktoren und was bedeutet das ganze Thema Performance für das Thema Suchmaschinenoptimierung? Das und weitere Fragen jetzt in diesem kurzen Q&A zum Thema Suchmaschinenoptimierung. Mein Name ist Philipp Hosch. Wir machen Suchmaschinenoptimierung für Hersteller, Händler und Dienstleister mit einem vertrieblichen Ansatz. Das bedeutet, wir optimieren Internetseiten nicht einfach nur auf irgendwelche Keywordlisten, die uns da geschickt werden, sondern wir beschäftigen uns ganz hart mit dem Thema Vertrieb, Vertriebsoptimierung und wie schaffen wir es, für unsere Kunden im Suchergebnis aufzutauchen und daraus eben dann auch Anfragen zu generieren. Lass uns direkt anfangen. Was sind die ersten Fragen? Ich habe sie mal mitgebracht. Was sind die wichtigsten On-Page-Faktoren für ein gutes SEO-Ranking? Also, es beginnt natürlich da, dass Google die Struktur verstehen muss. Also, wo finde ich welche Informationen? Das hat was mit der Sitemap zu tun, das hat was mit der Technik zu tun. Also, wie modern ist auch dein System? Hast du ein CMS-System wie zum Beispiel WordPress, das gängigste System, wenn man so will, weltweit, wenn es darum geht, Informationen über ein Content-Management abzubilden? Mittlerweile setze ich auch sehr stark durch das ganze Thema Webflow zum Beispiel, wo wir auch als SEOs tatsächlich mal dahinter stehen. Es gibt ja sehr viele Systeme, die nicht so cool sind, wie zum Beispiel Wix oder auch andere Baukastensysteme. Genau, das ist ein ganz großer Punkt, das Thema Content-Aufbereitung. Also wie gesagt, das ganze Thema Sitemap, wo finde ich welche Unterseite? Und natürlich auch das ganze Keyword-Clusterung und Keyword-Aufbereitungsthema. Auf welcher Seite finde ich welche dezidierte Antwort? Und gerade da ist häufig ein großer Knackpunkt, weil eben zu viel Inhalt mit zu vielen Begriffen vermischt wird und der Crawler quasi nicht dezidiert die richtige Antwort finden kann. Direkt zur nächsten Frage. Wie kann man sicherstellen, dass die Website nach einem Relaunch ihr gutes SEO-Ranking beibehält, beziehungsweise dass man daran anknüpfen kann, wo man vorher schon war? Und das ist tatsächlich ein ganz, ganz, ganz wichtiger, entscheidender Faktor. Wir haben ja schon wirklich schlimme Szenarien erlebt von großen Unternehmen, die mehrere hundert Millionen Euro Jahresumsatz gemacht haben, wo so ein Relaunch dazu geführt hat, dass man erstmal komplett abgestürzt ist. Und der einfachste, entscheidendste Faktor ist natürlich das Thema Weiterleitung. Also wenn ich schon einzelne dezidierte Antwortseiten im Index von Google habe, die auch schon ausgespielt werden, dass ich natürlich mir diese Fleißarbeit mache, das ist eklig, gehört aber dazu, einfach im Detail durchzugehen, wo habe ich welches Ranking, um dann nachher zu sagen, wenn sich die URL-Struktur verändert, wo findet der Crawler jetzt die Informationen? Und dass man eben so einfach dann die URLs miteinander verknüpft, damit es keine Broken Links gibt, damit die Inhalte nicht irgendwo in Nirvana landen und nicht ständig 404 Fehlermeldungen produziert werden. Also, das ist der größte entscheidende Faktor. Und natürlich auch, dass man eben aus den vorherigen Erfahrungen einfach lernt und sagt, okay, die Informationen haben so gut funktioniert und ich mache jetzt mit dem Relaunch nicht nur eine schönere Internetseite, sondern eine noch besser strukturierte, aussagekräftige Internetseite. Kommen wir direkt zur nächsten Frage. Wie kann man die Performance der Website verbessern, um das SEO-Ranking zu erhöhen? Also das Thema Performance, da geht es natürlich darum, die Ladezeiten zum Beispiel zu optimieren. Also wie schnell können Informationen verarbeitet, also gelesen und verarbeitet werden? Und da sprechen wir über das Thema Programmierung auf der einen Seite, also dass ich eben ein System habe, was performant ist. Wir haben schon über WordPress eben in einer anderen Frage gesprochen, dass ich dieses System eben auch schlank halte, also nicht unnötigen Quellcode mit mir rumschleppe. Das bedeutet, dass ich eben kontinuierlich auch schaue, die Plugins, die ich verwende, sind die aktuell, sind die geupdatet, sind die tatsächlich auch alle in Verwendung oder kann ich welche rausschmeißen? Skripte, die nicht benötigt werden, dass das einfach im Prinzip sauber und schlank gehalten wird, damit Google eben nicht diesen ganzen Code durchgehen muss und auch nicht jeder Browser quasi immer neu verarbeiten muss und man sich einfach reduziert auf den Code, der notwendig ist. Ein weiterer Punkt sind natürlich auch kleine Dinge wie Bildoptimierung. Das wird immer dann relevant, wenn ich zum Beispiel viele Produktbilder habe in Online-Shops oder auch auf anderen Seiten, die mit viel Content daherkommen, dass ich einfach die Bilder optimiere. Gerade hier kann man natürlich auch gutes Bilder-SEO machen, indem ich auf Benennungen, Alt-Text und all das auch achte, aber grundsätzlich eben die Bilder mit einer geringen Kapazität einfach berücksichtigen. Das ist auch schon mal ein großer Performance-Faktor. Du kannst dir natürlich gerade über dieses Performance-Thema auch auf meinem Kanal weitere Videos anschauen. Scroll einfach mal durch die Videos, du findest mit Sicherheit auch für dich spannende Informationen. Kommen wir direkt zur nächsten Frage. Welche Rolle spielt die Verwendung von strukturierten Daten in der Suchmaschinenoptimierung? Ein super spannendes Thema, weil gerade darüber habe ich die Möglichkeit, auch nochmal gesondert ausgespielt zu werden in Google. Das heißt, wenn ich eben Informationen über die sogenannten strukturierten Daten abbilden, auch dazu haben wir schon ein Video gemacht auf unserem Posch Consulting-Kanal. Wir verlinken es mal hier oben.
Darüber kannst du es schaffen, mit den sogenannten Rich Snippets schon über dem Suchergebnis auf der sogenannten Position SEO ausgespielt zu werden. Und das kann tatsächlich die Klickrate massiv erhöhen, vor allen Dingen eben auch im Suchergebnis mit einem entsprechenden Absatz schon vorher angezeigt zu werden. Das bringt natürlich auch deiner Marke einen sehr schönen Effekt, nämlich dass du einfach mit dieser guten Antwort, die Google jetzt an dieser Stelle schon ausspielt, auch das Vertrauen zu deiner Marke schaffst. Das waren mal ein paar eurer Fragen, die uns da so tagtäglich erreichen. Du kannst natürlich auch unter diesem Video einen Kommentar da lassen, wenn du selber noch eine Frage hast. Ansonsten verlinken wir natürlich auch an dieser Stelle mal die vorherigen Q&As. Und ja, wenn dich das ganze Thema Suchmaschinenoptimierung interessiert, wenn du mal in ein Gespräch mit uns kommen möchtest, mal wissen möchtest, wie können wir auch für dich und deine Internetseite Suchmaschinenoptimierung angehen, insbesondere eben um den Vertrieb zu unterstützen, dann schau gerne mal auf unsere Internetseite www.philposch.de, wo wir genau das anbieten, eine kostenlose Potenzialanalyse. Ich freue mich jetzt schon aufs Gespräch. Bis dahin.